Gute zusammen. So schön, dass wir alle wieder hier sind. Grüße aus dem Block E im Bruchwegstadion. Hier sind die 05er News vom Wochenende. Ja, zum Start in die Woche in ganz Mainz natürlich die pure Erleichterung. Nach der bravourösen Leistung unserer Jungs gegen tapfer kämpfende Bremer öffneten sich direkt nach dem Anpfiff gleich mehrere Ventile. Erst das von Ruven Schröder noch im Mannschaftskreis und dann auch die der Spieler, die nach dem 3:1-Sieg in die Kameras lächelten. Klar, schließlich haben sie gerade das 12. Jahr Bundesliga in Folge gebucht. Ich wollte es den Jungs einfach mitteilen, einfach von Vereinsseite aus. Einfach um einfach das nochmal abzurunden, um alle nochmal abzuholen. Natürlich bin ich überglücklich und auch stolz. Ich glaube, uns hatte die letzten Wochen niemand was zugeschrieben, dass wir noch so die Klasse halten. Ich glaube, wir haben den Sieg in Dortmund heute vergoldet. Mission accomplished. So very happy. Very satisfied, relieved. It's a very good feeling. Wir haben die Räume eng gemacht, haben dann immer wieder Balleroberungen gehabt und haben dann natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Das ist ja auch immer wichtig. Danny with a nice slalom, bit Messi-like. Danny played it to me and I had some opportunities to play to GP and to Robin as well, but I went for myself and then with my left foot in the right corner and yeah, go. Diese 2-0-Führung hat uns schon gut getan, mit der in die Halbzeit zu gehen. Dann wussten wir natürlich auch, dass Bremen alles riskiert und alles macht. Am Ende des Spiels war auch klar, dass lange Bälle kommen werden. Weil wir haben uns reingehauen, haben alles gegeben, haben gefightet. Und zum Glück macht Eddie noch das 3:1, dann ist es ein bisschen ruhiger nochmal geworden. Und dann wussten wir auch, okay, heute wird es fix gemacht. Wir sind jetzt total glücklich, dass wir es heute geschafft haben und nicht bis zum letzten Spieltag warten müssen, um dann vielleicht auch auf andere Plätze zu schauen. Und das ist ja selber in die Hand genommen und wirklich selber realisiert und das war toll heute. Klar, jetzt wird schon ein bisschen gefeiert, weil wir haben uns das auch verdient, aber für Leverkusen geht es auch noch um richtig viel und die Mannschaften, die da hinten dran stehen und deswegen werden wir nächste Woche auch kein Prozent weniger da geben. Also, Saisonziel erreicht, die Saison selbst ist allerdings noch nicht zu Ende, ist ja klar. Am Samstag geht's nochmal nach Leverkusen, Anstoß 15.30 Uhr. Unser Webradio 05 FM überträgt selbstverständlich auch das Saisonfinale komplett in voller Länge. Los geht's ab 15 Uhr, diesmal sogar live aus der Mainzer Zeitungsente. So, und bis dahin bleibt euch auch noch genug Gelegenheit, auf unseren Kanälen auf dem Laufenden zu bleiben. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Am Donnerstag gibt es auch wieder den Podcast vor dem Spiel. Diesmal mit Special Guest Captain Danny Latzer, der übrigens nach dem Bremen-Spiel auch noch das hier zu sagen hatte. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre hier und es ist oft so gewesen, dass wir, wenn wir mussten, dass wir dann da waren. Ich würde es mir natürlich auch anders wünschen, dass wir auch mal eine Konstanz in der Saison haben. Aber wo bleibt dann der Spaß? Alles natürlich im Spaß gemeint, trotzdem wird darüber zu reden sein. Also hören wir uns dann spätestens auch da wieder. Bis dahin, macht's mal gut. Wir machen's diesmal aber mit Sicherheit auch.